Hallihallo, du. Ja, ganz genau du. Vielleicht wirst du dich fragen, hä, warum gibt es denn die Folgen 121 und 122 doppelt? Naja, leider gab es einen technischen Fehler beim Twitch-Stream, weswegen meine Aufnahme keinen Spielsound hatte. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, die Folgen einmal mit Spielsound und einmal ohne zu gucken, weil ich es nochmal nachgespielt habe, und die Auswahl überlasse ich einfach euch. Ich werde in die Beschreibung reinschreiben, welche Folge welche ist, und ihr könnt dann entscheiden, ob ihr nur gewisse Parts oder die ganzen Folgen oder auch gar nicht gucken wollt, wie ihr möchtet. Es gibt auch noch, das möchte ich jetzt hier nicht verheimlichen, es gibt auch noch verschiedene Enden, deswegen könnt ihr ruhig hinten mal gucken. Also in der ohne Spielton habt ihr einen recht energisch quatschenden Sticky und in der mit Spielton einen recht failenden Sticky. Wie ihr euch auch entscheidet, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und jetzt geht es los. Ich traue mich gerade gar nichts zu sagen wegen der Mucke. Oh, da war ein Minenzeichen. Ich hoffe nicht auf der Straße. Ups. Alter. Wow, Finger am Weg. Der königliche Palast, 5.952 Meter. Okay, wir sind da, wo alles begann. Mit kaum Muni. Okay, gehen wir rein. Konfrontiere Pagan. Das war wieder cool. Okay, bin gerade ein bisschen geflasht von der Mucke und allem. Mir machen echt unsere Muni-Vorräte ziemlich Sorgen. Der hat ja nicht zufällig eine Kiste oder so rumstehen.
Ich bin eher der langweilige Typ. Hoppla. Und das war Far Cry 4, wie es aussieht. Heieiei, ich sag jetzt mal nicht gerade viel beim Abspann, weil ich die Sorgen habe, dass hier ein Copyright drüber liegt. Obwohl, ein bisschen kann ich was sagen, ansonsten schneide ich die Musik eigentlich raus. Okay, das ging jetzt überraschend schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt Far Cry 4 durchspiele. War das jetzt richtig, dass ich abgedrückt habe? Ich denke schon, oder? Ich frage mich zwar noch, was passiert wäre, wenn, wenn wir ihn einfach hätten gewähren lassen, aber naja, naja, naja. Ich hatte irgendwo mal gehört, Pagan Min wäre unser Vater gewesen. Er wäre mit unserer Mutter zusammen gewesen und so gesehen noch, also nicht so gesehen, er wäre unser Vater gewesen. Aber ich konnte jetzt überhaupt nicht irgendwie was gefühlsmäßig mit diesem Spallo anfangen. Und er war ein Diktator, ganz einfach. Ich bin echt mal gespannt, ob hier ein Copyright drauf liegt. Mit Sicherheit. Also wenn ihr gerade im Abspann auf YouTube nichts hört, dann, dann hat's nicht geklappt. So. Jetzt habe ich natürlich hier einen bestimmt ewig langen Abspann laufen. Toll. Huiuiui. Aber wir haben immer noch einen Shangri-La-Tanker offen. Ich hoffe, wir können jetzt gleich wieder nach Kyrat rein und zumindest noch das letzte Shangri-La-Tanker holen. Weil das wäre ja ansonsten ziemlich doof. Und danke für das GZ durchgespielt im Chat. Wie gesagt, ich hätte es eigentlich nicht vermutet, dass es jetzt so ratzfatz geht. Ich dachte, machst du mal wieder nach einer kurzen Pause Far Cry 4 weiter. Krass. Krass, krass, krass. Also wenn ihr wisst, was passiert, wenn man Pagan am Leben lässt, dann einfach mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube nicht, dass wir das andere Ende noch irgendwie zu sehen kriegen hier. Ich sag ja, es ist ein ewig langer Abspann. Könnte ich ja mal kurz sagen, was ich von dem Spiel gehalten habe oder immer noch halte. Ich finde, jetzt kommt andere Mucke, okay. Ich finde, die Far Cry-Reihe ist nach wie vor richtig genial. Es macht immer Spaß, obwohl ich nie dazu komme oder nie gewillt bin, irgendwie das sofort bei Release zu holen. Ich weiß auch nicht, warum. Far Cry sind bei mir irgendwie immer so typische Steam-Sale-Spiele, ich weiß nicht. Aber dann können die mich durchaus fesseln. Teil 3 war auch schon richtig fesselnd. Und da habe ich das so gefeiert am Ende, als man, ich will nicht spoilern, wer Teil 3 nicht kennt, einfach mal hier Ton kurz weg, bis ich mit dem Mauszeiger rüttel. Ich habe das so gefeiert in Teil 3, als man dann am Ende mit dem Helikopter fliegen musste und dann lief der Walkürenritt von Wagner und es war einfach nur Peng, Peng, Bum, Bum an allen Ecken und Enden und boah, das habe ich so gefeiert. Da fand ich das Ende jetzt nicht so episch, aber naja. So, Moment. So, damit alle wieder Lautstärke hochdrehen können, falls sie jetzt Spoiler-Alarm hatten oder sowas. Naja, okay. Es war Far Cry, finde ich, glänzt auch immer nicht wirklich durch die Story oder so. Das ist halt immer, es gibt halt einen Bösen und du musst dann halt nach und nach irgendwelche Basen killen und Quests machen, damit du besser wirst und pipapo, ja, okay. Aber es macht einfach Spaß, durch diese Welten zu wandern und allerlei Scheiße zu bauen. Auch wenn ich angefangen habe, hier im LP einfach am Anfang auch die ganzen Orte zu entdecken und alle Mühlen zu drehen und ja, gut, damit kann man halt noch etliches an Zeit ins Spiel rein investieren, aber
Eigentlich ist es das auch nicht wert, weiß ich nicht, muss jeder für sich entscheiden, aber es ist nicht nötig. Wenn man dran vorbeikommt, kann man sie mitnehmen, natürlich, aber ansonsten gezielt, naja. Man reist halt durch die doch durchaus schöne Landschaft. Allerdings, dann kommen ab und zu mal ein paar Gegner, ja. Aber es ist auch nicht wirklich spannend auf Dauer. Aber ansonsten so, die Mission, das macht immer Laune, auch wenn ich mal verkackt habe. Naja, gehört dazu, ne? Verkacken gehört dazu. Und meine Fresse, wie lang ist denn dieser Abspann? Dafür, dass ich nichts sagen wollte im Abspann, naja. Jo, guck mal, ganz komischen Namen hier. Komm jetzt. Lauf mal schneller. 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 Oh Gott, die sind auch noch alphabetisch sortiert. I. Ah, es gibt's L, M, P, Q, R, S, T, I, I. Was? I? Hallo, ist falsch. So, ja, komm. Scroll, scroll. Na, ich hoffe, das gibt keine Copyright-Ärger hier mit den ganzen Musiken auch am Ende eben das. Ich hoffe, das ist einigermaßen okay. Ich kann ja damit leben, dass die Videos nicht monetarisiert werden, aber kompletter Strike ist immer doof. Naja, aber auch das kriegt man hin. Ja, gut, wir lassen die Credits natürlich noch durchlaufen, ne? Das ist ja klar, damit man mal sehen kann, wer da alles dran gearbeitet hat. 3000 Jahre später, genau, da sagst du was. Das ist Wahnsinn, was für große Teams da immer hinterhängen. Na komm schon. Jetzt müssen wir gleich mal hier die Danksagung an die Familie kommen und dann ist gut. Die Musik hört schon wieder auf und es wird bestimmt eine neue einsetzen. Sag ich doch. Oh Gott. Bei so vielen Musiken wird es auch wieder lustig rauszufinden, welche überhaupt diesen Copyright-Strike verursacht hat. Ich muss sagen, bei Far Cry 4 hatte ich das öfter. Ich glaube, das ist sogar ein Lied, was da drunter fällt. Allerdings konnte ich meistens die Leute anschreiben und der Strike wurde dann weggenommen. Eieieiei. Wenn man auf YouTube jetzt gar keine Musik hört, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ich den entsprechenden Part runtergedreht habe. Dann tut's mir leid, aber tja, ist halt so. So, jetzt aber komm, mach mal hier. Mach mal hinne. Was? So viele Leute haben damit gesprochen? Das glaube ich jetzt fast gar nicht. Ja, die dänische Version, die hätte ich auch mal gerne gehört. Finnisch, okay. Also, aber echt, so viele Leute haben da Synchronsprecher gemacht. Blalalalam. Bitte? Was? Ich dragge doch kein Taxi hier. Hallo? Schigi, Schigi. Mit Schigi, die Schokolade. Komm, scroll mal schneller. Das ist ja... Na toll, ich glaube, das Lied hat einen Strike ausgelöst. Ja, Schigi, Schigi. Schigi mal schneller hier hoch.
Stunt-Performers, ach krass. Okay. Boom-Operators, waren die für die Explosionen zuständig? Ist das ein Job? Was machst du denn beruflich? Ich bin Boom-Operator. Hätte was. Alter. Wie lang ist denn dieser Abspann? Jetzt mach doch mal. Dreh doch mal. Hallo? Medic on Set? Was? Die hatten einen Sunny auf dem Set? Was denn für ein Set? Wofür ein Sunny? Hilfe! Wenn jetzt gleich noch alle Tiere da drin stehen, die hier mitgespielt haben, dann raste ich aber aus. Oh, warte, warte. Nee, doch, schade. Ah, ich dachte, jetzt kommen hier irgendwie die Firmen dahinter noch, aber anscheinend nicht. Business Intelligence Developer. Was hat der denn mit dem Spiel zu tun? Der ist wahrscheinlich in der Vermarkt. Achso, mit den Servern eventuell. Das kann sein. Oh. Jetzt kommt noch das Synapse-Team. Hallo Synapse-Team. Hallo Bruce. Flying Architects Team, Atlas Team, okay, die Teams werden kleiner. Matrix Team, Boom Boom Team, auch schön. Die haben bestimmt die Boom Operators gestellt. Der Team. Der Team. Das heißt, das Team. Ich kann noch mal schreiben. Gear Team. Das Gear Team. Stehst du Gear? Ja, ist egal. Oasis, Fire Team. Das Fire Team war dafür zuständig, die Leute zu entlassen. Real Tree Team, boah, keine Ahnung. Face Builder Mocam, ja, okay. Darunter kann ich mir das vorstellen. Passenger Team, haben die Flugzeuge voll gemacht oder wie? Komm. Motion Team. Ja, Bewegung, so. Jetzt. Thanks to. Oh. Das ist. Kommt, Leute, ihr wollt mich doch verarschen. So viele Leute gibt's doch gar nicht auf der Welt. Jetzt sind wir bei den Tools. Ah, QA, Bukarest, QC, was ist ein QC? Quality Check oder was? Uah. Storm Team. Ich habe ganz spontan das Interesse an diesem Abspann verloren. Yubi Services, ja komm. Oh, läuft ja noch. Alter. Das kann doch nicht, das ist doch nie im Leben. Hallo? Bukarest, QC, hatten wir doch Ubisoft Bukarest Team. Ubisoft, was? Fangen wir jetzt an, hier alle Teams in wilden Kombinationen der Worte irgendwie nochmal aufzulisten. Build DB Team. Was? DB Datenbank? Source Control. Ach, die hatten extra Team für Source Control. Auch nicht schlecht. Production Planning Team. Wow. Das hätte ich nicht gedacht. Dann ist es. Ich meine, dass es groß ist, sieht man ja, aber dann ist es echt riesig, wenn die ein eigenes Team nur für Source Control haben. Uah. Alter. QA, IT, HR, Human Resources Director. Ah, schön. Human Resources. Das ist auch so ein Ausdruck, da kann ich mich nicht so richtig mit anfreunden. Das ist alles Human Resources, ne? Gnins Support. Ich mache den Gnins Support. Auch schön. Kiew. Oh. Das hier wird doch nicht. Cinema In-Game Lead Developer. Okay. Was alles für Jobs gibt, ne? Habt ihr. Huch! Alter. Ob die auch alle so wichtig sind, wie sie klingen? Age-Rating. Online-Services, okay.
Das sind jetzt ziemlich viele Einzelpersonen, die den Posten haben. Naja, haben wir wenigstens noch ein bisschen hübsche Mucke. Ich hoffe, wie gesagt, die ist auch auf YouTube, dass ich das lassen kann, sonst muss ich da echt schnibbeln. Ich muss mal ausprobieren, allein nur den Abspann hochladen und gucken, wie viele Strikes oder ob da überhaupt welche kommen. Ja, das ist jetzt gerade meine einzige Sorge. Local PR Managers. Aha. Ja. Was denn Scan? Scan. Skandinavien? Ganz Skandinavien oder was? Ja, würde ja Sinn machen. EMEA, okay, ist der europäische Raum. Na komm. Während mir die Alte hier ins Ohr jodelt. Scroll du mal ein bisschen schneller. Bitte, bitte, scroll doch schneller. Herzlich willkommen zu Let's Abspannen Far Cry 4. Das wäre auch ein geiles Format, oder? Dann nehme ich den Abspann eigentlich immer wieder und ändere nur die Farben der Überschriften. Haha. Kommt bestimmt super an. Könnte mir gar nicht vorstellen, warum sowas nicht ankommen sollte. Aber ein tolles Lied. Danke, dass ich daran teil. Was? 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 Wer? Hä? Ja. Und wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden, dann. Ja. Oh, guck mal, jetzt kommen die ganzen Lieder. The Bombay Royal. Courtesy of APM Music. Okay. Ja, die haben, glaube ich, den ein oder anderen Strike in Anführungsstrichen verursacht, aber die haben ihn auch immer wieder weggenommen, soweit ich mich erinnern kann. Fand ich doch sehr nett. Okay, es kommen Firmenlogos. Es kommen Firmenlogos. Das ist immer ein gutes Zeichen. Adobe Flash, wer benutzt ja noch Flash? Igitt, bab, pfui, scroll raus. Dankeschön. So, Dolby Digital Surround 5.1 Havoc. Ja, Speaks. Copyrights, ja, Speedtree, Autodesk, okay. Far Cry 4. Ja, und. Ich kann es nicht glauben, ich kann es nicht glauben. Wir sind durch. Alter, halt die Schnauze. Dankeschön. Erfolg freigeschaltet. Der König ist tot. Wunderbar. Mein Gott. Oh, Alter. Wie lange hat der Vorspann? Na, mindestens 8 Minuten. Das war da bestimmt 10, 15. Ja, Krabbenrangoon, Erfolg, sehr schön. Gut, wir sind wieder in unserer Hütte, alles klar. Wir sollen trotzdem noch da hinten hin und feiern. Wieso kann ich diese Tür nicht verwenden? Machen wir? Oh. Hola. ¿Qué tal? Nein. Tja, siehst du wohl, da geht's noch weiter. Was ist das? Es ist in meinem Gesicht. Was war denn? Pagamins Festung ist geschwächt.
Ja, ist ja nicht so, dass wir da gerade voll durchgerusht sind. Oh, sorry, jetzt habe ich die Musik gekillt. Die Festung ist geschwächt, aber warte, oh, guck mal, wir haben ja noch sowieso ganz viele Sachen hier. Wir haben hier sowieso noch ganz viele Sachen, aber ich würde gerne erstmal als nächstes. Wir haben noch. Ach, hier hinten noch die Ecke. Also ganz durch sind wir noch nicht. Wir haben zwar die Hauptstory jetzt durch, aber wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Und hier haben wir noch einen Außenposten. Also ein bisschen ist noch was zu tun. Wir können auch Fähigkeiten leveln. Warte mal. Wie viele Punkte haben wir denn? 25? Ist das? Nee, 17. Warte mal. Voll. 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 Was muss ich hier machen? Erreiche Rang 2 in der Arena. Ach, nö. Nee. Ja, okay, nee, dann haben wir doch noch was zu tun. Nicht nur das Shangri-La-Tanker, sondern auch noch ein paar Türme, die wir einnehmen können. Und die Festung. Und, hier, Dingenskirchen. Alter, wie viel Musik jetzt gerade hier läuft. Naja, ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Aufnahme. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Das heißt, ein Stream wird mindestens noch folgen. Und ich beende dann die Far Cry 4 Aufnahme jetzt hier und schwenke gleich noch im Stream über auf ein anderes Spiel. Aber jetzt gibt's gleich erstmal für die Leute auf YouTube hier einen Cut und für die Leute im Stream eine Pause. Macht es gut. Tschüss.